Hallo und willkommen schon zum zweiten Teil. Ja, im ersten Teil hatte ich euch ja gezeigt, wie man mit einer Baumform in Stirling-Generatoren Strom erzeugen kann. Jetzt zeige ich euch, wie man noch Strom erzeugen kann in einer anderen Version. Nämlich, wir brauchen Weizen und wir brauchen Sugarcanes. Das Ganze funktioniert genauso mit diesem Farming-Block. Nur hier gibt es eine Besonderheit beim Farming Block. Ihr seht, hier haben wir zwei verschiedene Sachen zu pflanzen. In einer Version mit einem Block zwei verschiedene Pflanzen. Und das könnt ihr, ihr könnt sogar vier verschiedene Pflanzen machen. Darum hat man hier nämlich vier verschiedene. Das Interessante an der ganzen Sache ist, bei dem Farming Block, ich weiß nicht, ob das so bleibt. Aber man muss, ich schalte mal EF3 an, in Richtung Norden gucken, sich da vorstellen und dann stellt man hier ein links, rechts die Sugarcanes, links die Seeds. Und dann habt ihr das so wie hier, ich schalte mal wieder aus. Wenn ihr das andersrum macht, das hatte ich nämlich auch das Problem, ihr stellt euch hierher, ihr seht hier, ja, dann denkt ihr hier, könnt ihr das anpflanzen? Nein, ist falsch. Ihr müsst immer in Richtung Norden gucken und dann ist die GUI genauso ausgerichtet wie im Farming-Block auch. Hier haben wir natürlich die sogenannten Iron Hoes, beziehungsweise könnt ihr auch Diamant Hoes oder was auch immer nehmen. Ich weiß nicht, ob die Tinkers Construct schon funktionieren. Habe hier kein Tinkers Construct noch nicht drauf, da, ja, obwohl das jetzt schon existiert. Das ist ja ein minimales Pack über den ganz normalen Minecraft-Launcher installiert. Ist nichts dabei. Jedenfalls haben wir jetzt Sugarcanes und Weizen. Um daraus Strom zu erzeugen, müssen wir natürlich aus den Sugarcanes erstmal Zucker machen. Und habe ich die jetzt eingestellt? Ja, ich habe die hier auf Push eingestellt, dass sie mir gleich in die sogenannte Vat den Zucker reinpustet. Und mit Strom wird hier aus Wasser, Weizen und Zucker sogenanntes Hooch hergestellt. Ich weiß nicht, ob man, wie man das richtig ausspricht. Könnt ihr euch ja drüber auslassen, wie ihr das selber ausspricht. Diese Vat ist eingestellt, dass sie nach oben pushen soll. Und über den sind sogenannte High Pressure, wie heißen die Dinger? Unter NIO sind Pressure Fluid Tanks. Die sind auch neu. Gibt natürlich auch die normalen Fluid Tanks. Unterschied ist, hier passen 16 Millibuckets rein, hier in die kleinen passen 16 Millibuckets rein, hier oben passen 32 Millibuckets rein. Könnt ihr hier sehen, ist voll, 32 Millibuckets und hier sind ja, 16 Millibuckets. Also, außerdem, das muss ich euch im Survival-Modus zeigen, könnt ihr diese Dinger natürlich einfach mit einer Wrench und Shift-Klick abbauen, könnt sie dann aufsammeln und könnt sie dann voll mitnehmen. Das sind also sogenannte transportable Tanks, die man eigentlich vom Terminal Expansion kennt. Terminal Expansion gibt es aber für 1.7 noch nicht. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Ihr könnt aber die Dinger von NIO benutzen. Passt nicht ganz so viel rein wie in die Terminal Expansion, aber na ja gut, die Basic von Terminal Expansion passen auch bloß 16 bzw. 32 rein. So, in der Vat wird also Hooch erzeugt. Hooch pushe ich hier in zwei Tanks nach oben. Und der obere Tank ist eingestellt, dass er nach der Seite in die sogenannten Fluid Conduits rein pusht. Und diese sind angeschlossen an die, heißen die Combustion Generators. Ein Combustion-Generator braucht Coolant, also Wasser, und er braucht etwas zum Verbrennen, was Flüssiges. Da gibt es natürlich verschiedene Sachen, die er verbrennen kann. Einmal ist es Hooch, da erzeugt er dann 60 RF pro Tick.
Wenn wir hier in der Wett gucken, haben wir eine Rezeptliste. Da kann man dann aus Hooch und Gunpowder und Redstone noch Rocket Fuel machen, beziehungsweise mit Hooch, Blaze Powder und Redstone Fired Water. Blaze Powder, wenn ihr dafür genug habt und auch von Gunpowder genug habt, könnt ihr das machen. Das sind auch Brennstoffe, die dann 80 RF pro Tick in diesem Combustion Generator erzeugen. Was ihr hier noch seht, ist aus Wasser und ja, Potatoes, Dings. Also Karotten funktionieren scheinbar noch nicht. Oder hat der Autor vergessen? Keine Ahnung. Und auch von den Mod-Teilen, die Dinger funktionieren nicht. Aber die von der Vanilla, außer die Karotten, funktionieren hier alles. Sogar die giftigen Kartoffeln könnt ihr da reinschmeißen. Mit Zucker wird dann Hutstrauß. Hier ist noch etwas anderes. Ihr könnt dann Zucker, Nässerwarzen, Pilze, alles nehmen. Und mit Fleisch, also auch das vergammelte Fleisch von den Zombies und auch Skelettköpfe, könnt ihr dann hier Nutrient Distillation machen. Wozu das Nutrient Distillation? Da muss ich mal hier ein Stückchen rüber gehen. Habe ich jetzt hier Strom? Ja, habe ich glaube ich gar keinen Strom drunter, ist egal. Kann man in diesen sogenannten Zombie-Generator, kann man hier Nutrient Distillation reinkippen, kann mit den Fleischklumpen, Flüssigkeit, wie auch immer, Nutrient Distillation kann man da auch Strom erzeugen. Wie viel der jetzt erzeugt, weiß ich nicht. Ich glaube, der erzeugt auch 80 RF pro Tick mit diesem Nutrient Distillation. Hier ist wie vorne die Konfiguration. Hier sind meine Hosts drinne. Beziehungsweise es landen nachher die Seeds und alles, was übrig ist, was hier nicht verbraucht wird, landet hier in der Kiste. Mehr ist das auch nicht. Und ja. Und Wasser wird im Prinzip durch diese, ja, wie hieß das Ding? Reservoir. Unendliche Wasserquelle. Könnt ihr auch mit dem Aquarius-Akkumulator, wenn er dann nachher mal irgendwann existiert wieder. Könnt ihr das machen? Hier habe ich es einfach mit Ender-IO-Maßnahmen, also mit dem Reservoir gemacht. Das Reservoir ist auf Extrakt eingestellt und pustet mir im Prinzip hier durch die Conduits, die hier in eine Bündel liegen. Die Dings natürlich hier rein, Wasser hier rein, in die Wettwasser rein und so weiter. Strom und so weiter wird hier weitergeleitet an die anderen Sachen. Das ist hier eine Ladestation, eine Wireless Charger heißt der. Ich gehe mal im Kreativmodus. Der heißt Wireless Charger. Ja, genau, der Wireless Charger lädt alles auf, was in der Nähe ist. Konfiguration ist so ähnlich wie bei der anderen. Die Hose natürlich, dann Seeds und Sugarcanes, falls sie euch mal ausgehen sollten. Und ja, das war eigentlich schon alles, um die Stromerzeugung zu haben. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, die Solarzelle kennt ihr, die gab es schon bei der 1.6. Es gibt jetzt noch eine Advanced Solarzelle, also eine bessere, liefert dann 40 RF pro Tick, während die andere nur 10 RF pro Tick liefert. So langsam fühlt sich hier auch mein Kapitäterband. Die hat sich natürlich auch geändert. Ihr seht, hier sind die Sachen hier, die man angezogen hat, angezeigt. Also die wir hier um unseren Kerl haben. Mein Skin ist natürlich nicht da. Da ist scheinbar wieder Mojang abgekackt. Keine Ahnung. Dann haben wir hier so eine Dark Bars. Dark Iron Bars. Moment, ich mach mal hell. Die sind im Prinzip bloß wie Zäune, sind blastresistent. Also da kann ein Creeper euch da daneben hochgehen. Die Dinger bleiben stehen. Dann gibt es diese, wie nennen sich die? Dark Pressure Plate. Ja, Dark Pressure Plate. Die ist nichts weiter als wie die alten Obsidianplatten, die ihr kennt, die nur auf Spieler reagieren. Also ihr könnt hier durchlaufen, aber wenn hier ein Mob kommt, also ein Creeper oder sowas, der kann über die Platte drüber laufen, passiert nichts.
So, dann haben wir noch etwas, ja, hier haben wir dann zum Beispiel die kleine Vakuumchest. Die hat eine ganz komische Sache. Ihr kennt vielleicht den Vakuumhopper. Wenn er jetzt hier was wegschmeißt, hier überall hin, hier, ihr seht, das fliegt alles auf die Kiste zu und dann landet das alles hier drinne. Das hier hatte ich euch noch nicht erklärt. Das ist, wenn die, ja, wenn in einer Kiste ein Item drin ist, liefert das ein Redstone-Signal und dann könnt ihr die über diesen, ja, über diese Advanced Item Filter beziehungsweise über diese Item Conduits hier könnt ihr dann hier ein Redstone-Signal schalten und dann zum Beispiel auf Extrakt pumpen. So, das ist alles. So, wir haben hier noch einen Magneten. Dazu muss ich mal ein bisschen weiter weggehen. Den schaltet man, muss man natürlich erstmal einschalten. Ich schmeiß mal hier ein bisschen was hier rum. Ihr seht, das bleibt alles liegen. Und wenn wir den Magneten haben, den Elektromagneten, muss man den mit Shift R schaltet man den ein. Und wenn ihr jetzt mit diesem Magneten einen Rechtsklick macht, beziehungsweise Shift-Rechtsklick, dann zieht er alle Items an euch ran. Das ist ganz nützlich. Er muss natürlich aufgeladen werden. Man kann ihn dann aufladen mit diesem Wireless Charger oder auch in der Capitator Bank. Da kann man den hier unten reinpacken. Da lädt er sich da auf. Er ist natürlich aufgeladen. Uninteressant im Moment. Das nächste ist, wir brauchen einen Kristall, Vibrant Kristall. Den muss man sich natürlich herstellen. Da braucht man Energetic Alloy. Im Alloy Smelter wird aus diesen Sachen gemacht, dann diesen zu Vibrant Alloy machen, diesen zu Nuggets machen und die Nuggets um einen Emerald anschauen, hat man Vibrant Kristall. Ja, wozu brauchen wir den? Dazu gehen wir zu einem Vanilla Amboss. Ich habe hier so einige Tools, die ganz neu sind, die wir hier drin haben. Und unter anderem, das Ding lässt sich noch nicht craften. Warum, weiß ich nicht. Die Glider Wings gehen noch nicht. Man kann sie aber, wenn man sie sich ercheatet hat, kann man sie auf die Dark Plate machen. Kostet 15 Level und man kann sie hier drauf klopfen auf dem Amboss und mit dem Vibrant Alloy Kristall kann man hier, wenn man einen reinmacht, mit 20 Kosten die Dinger zu empowered machen, also aufladbar. Ihr kennt das von den ja, von den IC2 Dingern, von der Nano-Rüstung und von der Quantum Rüstung. So ähnlich ist das mit der Dark Plate auch. Hier lädt man nur RF auf und man kann die bis zu Stufe 4. Nein, das ging nicht mit diesem Vibrant Kristall, sondern mit den Kapitatoren. Jetzt kann man es mit den Kapitatoren machen. Also man macht einmal, dass das empowered ist. Dann nimmt man den Basic Kapitator. Dann wird das zu Empowered 2. Und dann benutzt man den Double Layer, dann wird das zu Empower 3. Und wenn man den Oktatik nimmt, das was ja natürlich dann Unmengen an Kosten sind, dann, ja, dann wird das Empower 4. So, das ist jetzt erstmal schön. Und ihr seht, da ist ein roter Balken, der wird ganz automatisch aufgeladen. Und möchte euch sagen, warum der aufgeladen wird. Dort haben wir einen Wireless Charger, den werde ich mal kurz wegmachen. Und da werden wir uns noch eine Empowered-Rüstung machen, nämlich die, ja, wir nehmen mal die Schuhe, machen daraus ein Empowered. Und ja, natürlich fahren wir die auch gleich komplett hoch hier. Ich habe ja hier im Kreativmodus alles zur Verfügung, unendlich viele Ressourcen.
Das ist natürlich, wenn ihr das alles... Und wie ihr seht, hier wird kein grünes Licht hochgefahren. Und ich mache mal alle... Alle zu maximaler Stärke. Und dann... Und die Hose ist ganz wichtig, die aufzuladen, denn da könnt ihr damit schneller rennen, diese Hose. Ist natürlich mit unheimlich Levelkosten und unheimlich Materialkosten zu versehen. So, da das jetzt hier nicht aufgeladen ist, zeige ich euch, wie ihr das aufladen könnt ohne. Also ihr packt das hier rein, da seht ihr, das wird ganz langsam aufgeladen, weil hier nicht viel Strom drauf ist. Oder ihr benutzt halt, wie gesagt, den Violet Charger. Und wie ihr jetzt seht, dort wird, sollte es eigentlich aufgeladen werden. Warum wird das nicht aufgeladen? Ist hier kein Strom mehr drauf? Sollte aber eigentlich doch, ist eigentlich Strom drauf. Ihr seht, wenn er keinen Strom hat, dann ist er grau. Wenn er Strom hat, ist er... Ja, es wird langsam aufgeladen. Ja, packen wir hier rein. Deswegen sind auch, könnt ihr euch dann ja auch direkt hier anziehen, die Sachen. Wahrscheinlich lädt er nur den ersten Slot. Schuhe an. Ihr seht, hier lädt er auch. Auf. Er lädt den ersten Slot immer zuerst. Und wie ihr seht, hier geht das alles runter. Es dauert eine Weile. Eigentlich sollte das über den Violet Charger schon aufgeladen haben. Da lädt er zumindest etwas schneller. Könnt ihr in den Basic zum Beispiel den Violet Charger hinstellen. Wenn er in eure Basic kommt, werden alles Materialchen automatisch aufgeladen. So. Ich gehe mal in den Survival-Modus und da müssten wir eigentlich schneller laufen können. Irgendwas fehlt. Ich weiß nicht was. Sind er empowered. Wie ihr seht, dort zeigt er hier in den Tooltip, zeigt er an, was ihr macht. Zum Beispiel, ihr könnt mit einem Jump, bekommt einen Jump Boost von 15 Leveln Potion of Swiftness. Also ihr könnt schneller laufen. Hier gibt es Glidings. Ihr könnt den Glider enablen, indem ihr die Taste G drückt. Dann ist der Glider aktiv. Und ihr seht, wenn ihr hier hochspringt, ihr gleitet dann ein Stückchen weiter. Normalerweise sollte es eigentlich auch einen Jump Boost geben. Ja, geht im Moment nicht. Vorführeffekt, vorhin hat es funktioniert. Müsst es mir einfach mal glauben. So, das war's eigentlich, was in NAIO erstmal neu ist. Ah, jetzt habe ich schon den Jump Boost. Ihr seht ja, ich springe hier drüber. Und dadurch, dass ich den Gleiter anhabe, den ich mal wieder ausschalte. Ja, normalerweise hätte ich jetzt hier hochspringen können, aber ich weiß nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Ihr könnt natürlich auch die Pickaxe, das Enderschwert und auch die Dark Axe genauso aufladbar machen. Mit diesem Vibrant. Und könnt dann etwas länger mit hantieren. Andere Sachen sind im Moment noch nicht drin. Ich denke mal, eine Ho oder sowas werdet ihr bei NAIO nicht brauchen. Denn, und das andere ist eigentlich das alte. Wie gesagt, die Gliderwings bzw. Gliderwings kann man noch nicht craften. Den Elektromagneten kann man. Doch, den kann man jetzt auch schon craften. Conduit, Iron und Electrical Steel und auch ein Vibrant Kristall. Conduit Iron.
Ach so, das ist dieses Redstone-Iron, wo man die erste Energy Conduit herstellen kann. Da seht ihr, der Conduit Iron, das ist diese ganz kleine, wo ihr dann 1280 RF pro Tick drüber jagen könnt. Ich benutze zum größten Teil immer diese hier mit der Energetic Alloy. Da passen 5120 RF pro Tick drauf. Das reicht eigentlich schon aus, weil das andere nämlich dann schon zur Materialschlacht ausartet. Ihr braucht nämlich hier schon drei Vibrant Alloy. Und ihr wisst, da braucht ihr schon jeweils drei Enderperlen-Bus für diese Dinger. Und ja, das ist schon ein bisschen heftig. Natürlich könnt ihr hier dann die 20.480 RF pro Tick drüber jagen. Ist mehr wie bei Thermal Expansion. Ja, aber Thermal Expansion gibt es im Prinzip im Moment noch nicht für die 1.7.10. Wenn ihr das Video schaut, wo es Thermal Expansion für die 1.7 schon gibt, dann habt ihr das Video ziemlich spät gesehen. Dann ist Ender.io vielleicht auch schon sehr viel weiterentwickelt. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Ender.io zu probieren. Also ihr müsst zumindest einiges an Endermännern killen. Oder mit extra Utilities, ist jetzt hier nicht drauf, aber gibt es mittlerweile auch schon, die Ender-Lilies finden. Dann könnt ihr euch eine Farm bauen. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob diese Farming Station auch die Ender-Lilies farmen können, automatisch. Das hier ist auch nur eine Empfehlung, eine Farm aufzubauen. Ihr könnt natürlich hier drüben statt Weizen auch Kartoffeln hinpflanzen. Ihr könnt euch auch Möhren und also Karotten hinpflanzen. Ihr könnt ja was auch immer hinpflanzen. Das ist nur eine Empfehlung. Ich benutze am liebsten eigentlich immer eine Baumfarm. Wie ihr seht, hier ist zum Beispiel schon wahrscheinlich die Kiste hier oben schon voll. Genau. Das ist bei so einer großen Baumfarm, ist da ruckzuck die Kiste voll. Also ihr solltet dann natürlich auch ein Lagersystem bauen, wo ihr die was überschüssig ist, unterbringen könnt. Und ja, hier ist jetzt der Wireless Charger ausgegangen, so wie es aussieht, weil hier auch nicht genug Strom drauf ist. Sollte aber eigentlich nicht passieren, denn die Dinger erzeugen ja 60 RF. Ich habe 120 RF pro Tick hier drauf, also sollte eigentlich nur noch Strom da sein, um alles zu betreiben. Ja. Das ist eine Empfehlung von mir, wie ihr Ender.io 2.0 benutzen könnt. Ihr müsst natürlich in Nether, weil ihr unbedingt Glowstone Dust braucht. Müsst unbedingt Endermänner killen oder eben die Enderlilies anpflanzen. Also in Dungeons findet man Enderlilies. In den Truhen, wo da die Zombie-Spawner oder Skeleton-Spawner sind, oder auch in diesen Chests, die von Railcraft sind. Apropos Railcraft gibt es, glaube ich, auch für die 1.7 noch nicht. Kann ich noch nicht ausprobieren. Geht nicht. Ein schönes Modpack ist Bivos Modpack über den AT-Launcher. Das erste von mir gesehene 1.7.10 Modpack. Es ist fast alles drin, also Ender.io ist auf alle Fälle drin. Es ist Buildcraft drin. Es ist alles möglich drin. Vielleicht verlinke ich es auch unter dem Video. Könnt ihr euch dann mal anschauen im AT-Launcher. Ja, hier scheint doch nicht genug Strom drauf zu sein. Also ist egal. Ja. Wie gesagt, Bivos ist auch ein Kanal, der öfters mal Videos Mods vorstellt. Englischsprachig, aber er macht das immer sehr gut. Und er hat sein eigenes Modpack, so ähnlich wie Direwolf 20. Direwolf 20 ist aber irgendwie noch in der 1.8 geblieben, so wie ich, in 1.6 geblieben. Gibt, glaube ich, noch kein neueres Modpack.
Da ja der alles über Feed the Beast macht und Feed the Beast immer ziemlich lange braucht, um ein neues Modpack rauszubringen. Und wie gesagt, Bivo hat jetzt ein 1.7.10 Modpack. Da sind die neuesten Mods drin, die es gibt. Und eben auch NIO in der 2.0 Build 136. So, das ist der Stand. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Lasst die Materialschlacht beginnen und tschüss.